Hallo und herzlich willkommen zurück bei Silver Chains. Das hier ist mein Papi. Ich habe ihn sehr lieb. Er hat einen Arm verloren im großen Kleiderkrieg von 1980 und sein Unterkiefer fehlt. Aber er kann seinen Gummiarm bewegen und aus irgendeinem Grund kann er mit Ouija-Brettern antworten und Kerzen mit Magie anzünden. Und ich weiß auch nicht genau, wie das Ouija-Brett hier hingekriegt hat und wie er und warum er den Tisch so zerkratzt hat. Ich habe keine Ahnung. So, aber als Puppe muss er nicht pinkeln. Das hat ja auch Vorteile. Gut, wir sollen seinen Arm, seinen Kiefer finden. Hat er denn alle Beine noch? So, ich glaube, er hat ein Bein fehlt ihm, ne? Wenn ich das richtig sehe, ein Bein müsste da. Gut, wir finden das schon irgendwo. Das sollen wir irgendwo suchen. Problem ist aber. Warte mal, war das. Hier ist doch ein Puppenkörper. Aber das ist kaputt, ne? Das erste Puppenteil. Die Karte hat sich verändert. Ich sollte durch das Monokel schauen, um einen Anhaltspunkt für das Puppenteil zu bekommen. Okay. Monokel war er, ne? Wir müssen eins. Oh Gott, das wird ja lustig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schritte geradeaus und dann zwei nach rechts. Sechs Schritte geradeaus und dann zwei nach. Oh, das ist unten irgendwo. Sag mir nichts, die Mutti kommt hier lang, oder? Wir müssen jetzt irgendwie nach unten kommen. Fängt das Spiel jetzt erst richtig an? Das ist so ein schöner Kopf für Vater. Guck mal. Nehme ich mit. Wenn er schon mal da ist. Okay, wir müssen da lang. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass die Alte gleich irgendwie kommt. Erinnert mich so ein bisschen an Daylight und die spawnt dann wahrscheinlich genau hinter mir immer. Nix. Was war das? Sechs Schritte geradeaus, zwei nach links? Ich muss mir das mal aufschreiben immer. Hier knarzt alles. Hi. Hallo. Henlo. Henlo, I'm the fire inspector. Gut, wir haben hier einen wunderschönen Schrank. Und ich ahne auch warum. Okay, warte. T ist die Lampe. Jetzt muss ich aber erstmal hier die Tür aufmachen. Okay, ohne Lampe. Ich hasse dieses Spiel. Oh, Alter. Erstmal einen richtigen Lapskaus in die Hose gejagt. Alter, was ist das so? Ich war da. Oh, ich dachte, wenigstens kommt die Mutti hier irgendwo angescheißt und ich kann zurücklaufen, aber. Oh, Alter. So, Haare wieder drei Stufen grauer geworden gerade. Ui. 9. September 1900. Die neuen Medikamente sind schuld daran, dass ich mir die Nächte um die Ohren schlage. Ich schlafe tagsüber und habe nur nachts genug Kraft, um aus dem Bett zu kommen. Letzte Nacht habe ich leise, hölzern klingende Schritte und Kichern gehört. Fröhliches Gelächter hat dieses Haus vor langer Zeit verlassen. Ich dachte, dass es die Kinder gewesen sein mussten und schaute nach ihnen, aber sie schliefen tief und fest in ihrem Zimmer. Im Korridor des ersten Stockwerks bin ich auf Tamsin getroffen. Sie schaute mich an, als hätte sie einen Geist gesehen und zerrte mich in den nächsten Raum. Dann hat sie mir meine Medikamente gegeben und sagte, Sie dürfen das Zimmer nachts nicht verlassen. Generell nicht verlassen. Vor Wut habe ich diese verdammten Medikamente aus ihren Händen geschlagen. Warum zum Teufel soll ich den ganzen Tag in meinem Zimmer verbringen? Darf ich meine Kinder etwa nicht sehen? Ich kann kaum mit ihnen reden. Sie brauchen ihre Mutter, nicht dieses Kindermädchen Tamsin. Was hat sie überhaupt so spät noch gemacht? Ihre Anwesenheit beunruhigt mich. Ja, das ist, ja. This woman also, must be my mother. But I don't remember anything from my childhood. Aber die Kindertante benimmt sich wirklich merkwürdig. Okay, da fehlt noch so ein kleines. Wird gar nicht erklärt. Ich weiß gar nicht, was hier richtig rum ist. Ich habe gerade nur E gedrückt, weil da kommt man E drücken. Oh, okay.
Oh, dieses kleine Kind da gerade. Boah. Ab sofort hasse ich alle Kinder. Entschuldigung. Aber hier guckt da sowieso keiner zu. Sind alle, sehr brav. Diese Schränke hier in jedem Raum, obwohl man eigentlich, ne, mit die. Erstens sind die Knöpfe verschieden hoch, ja. Und zweitens sind die in, also nicht in fast jedem Raum, aber hier sind oft welche gestreut. Das heißt, da kommt bestimmt noch so ein Part, wo man ständig rennen muss, oder? Und die ständig einem auf dem Fersen ist. Weil die Mutti hat Anja lieb. Okay, das. Nee. Da ist auch noch was. Oh Gott, das Haus ist riesig. Hier soll das sein. Oder hier. Ich rate einfach mal willkürlich. Warum dreht sich das so komisch immer, wenn man nahe kommt? Ich kann gar nicht nach zwei, ich kann gar nicht zwei gehen hier. Das war doch das Binding, oder? Wir haben Binding of Isaac. Entschuldigung. Also man kriegt das Bein da, ne? Ich geh nochmal hoch. Immer in Erwartung der Mutti übrigens. Hier, das Binding. Oder ist das ein Arm? Das ist, glaube ich, ein Arm, ne? Wir sind da. Okay, das ist ja toll. Ah, nee, das müsste das gewesen sein. Vor allem, wie soll ich mir das denn jetzt aufschreiben bei dem Bild? Ach, wir müssen zu dem Bild und dann ist hier. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Oh, ich schreibe mir das mal ganz kurz auf, ne? Hier die Reihenfolge vom Bild. Also ich muss hier eh Sachen aufschreiben. So, dann hier hinten so ein Peace-Zeichen und hier geht das nach links oben und da geht das nach rechts oben, wie bei Vogelfüße. Problem ist, man erkennt das nur so sauschlecht, die Dinger, dass das vielleicht problematisch werden könnte. Okay, ich gehe wieder runter. Nö, 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 nö. Hoffentlich kommt meine Mami nicht. Denn sie bricht mir das Genick aus irgendeinem Grund. Und hier fehlt noch so ein Ding, ne? Okay, also hier muss der Vogelfuß nach oben. Ich glaube, das ist schon richtig so rum. Hier muss er. Toll. Also mit E kann ich drehen, aber nur in eine Richtung. Und hier muss er runter, der Vogelfuß. Und einer fehlt noch. Schnatzel, Schnatzel. Und der fehlt, finden wir bestimmt dahin, wohin das Ding uns schickt. Ich würde ja vermuten, am Kamin. Nee, nee, nee. Ja, ich hätte gedacht, na gut, aber denken. Ist ja hier offensichtlich nicht so meine Stärke, was? Nee. 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 Taucht dieses E nur auf, also dieses Benutzungs-E, wenn man wirklich den richtigen Weg hier geht? So, hier war Verstecki-Schrank. Hecki, Hecki, Verstecki. Hier ist noch ein umgedrehtes Bild, das wir auch nicht aufnehmen können. Da steht noch was drauf, was wir nicht lesen können. Tja. Oh, diese Lampengeräusche, ne? Warum? Okay, das ist das Bein. Ja, na gut.
4, 5, 6. 1, 2. Ich kann gar nicht zwei Schritte gehen. Das passt überhaupt nicht. Es hat noch ein anderes Bein irgendwo, ne? Ist das auch mit dem Bild? Bin ich jetzt zum falschen Bein gegangen? Gibt es sowas wie ein falsches Bein überhaupt? Oh, warte, ja, gibt es ja. Hier ist übrigens die Haustür, die ist aber vernagelt. Erinnert mich übrigens auch sehr an die Daylight-Haustür. Ich wollte es nur sagen. So, hier offenbar sehr viel Strom. Eine Lampe, die auf Lampen zeigt. Zwei Lampen noch an der Wand. Das ist das Lichtzimmer. Hier wurde immer gegessen. Da wurde Lichtnahrung konsumiert. Und die Lampen auch an, obwohl draußen helllichter Tag ist, aber die Fenster sind ein bisschen verregnet, deswegen. Naja, bisschen muffig ist hier schon. So, dieses Zimmer ist einfach nur. Ich gehe mal ins Licht. Schnabuda. Schnabbididai. Schnuppididai. Ist das schön hier. Hausbesichtigung. Wir suchen ja gerade. Deswegen hier aktueller Hausbesichtigungssimulator. Hm, ja. Ja, sieht schon ganz gut aus. Ach, Foto auch schön. Kann die Inneneinrichtung behalten werden? Oder, So. Ach so, Entschuldigung. Zu dem wollte ich gar nicht. Ich wollte hier nochmal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, nur 5 Schritte geradeaus? Die 2 nach links hatte ich mir vorher falsch gemerkt, ne? Das ist das Bild, okay, Fragezeichen. Da fehlt aber noch dieses dritte Ding. Und die Frage ist, wir haben jetzt hier auf der einen Seite das da hinten. Und wir haben das da. Also wir haben 2 Beine. Deswegen habe ich es verwechselt, die 2 Schritte nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann 2 nach rechts. Aber dieses Schnörkelding ist ein ganz anderes, ne? Da finden wir, glaube ich, noch dieses komische Ding. Ich muss da von diesem komischen, von irgendeinem Satanskreuz. Oh Gott. Das ist nicht das da. Ich kann da nicht reinzoomen. Ich muss irgendwo so ein komisches Ding finden. Pentagramm oder irgendwas, bevor ich überhaupt das Bild und so machen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Da geht's zur Tür. Also 5 Schritte geradeaus von dem Beinsymbol. Da waren wir bei der Tür. Die haben wir geöffnet. Da kam uns das Mädchen gegen. Das Bild haben wir gefunden mit den Symbolen. Uns fehlt das dritte Symbol. Und das finden wir jetzt offenbar erst bei irgendeinem Pentagramm. Ich schreibe mir mal auf. Ich weiß immer noch nicht, wie man ein Pentagramm malt. Ist aber auch nicht schlimm. 6 nach oben. 6 nach oben, 2 nach rechts. So. Okay, gut. Wo kommen wir denn hier hin? Von hier kommen wir, ne? Das war hier oben. Nee. Ich dachte. Nee, wir sind ja unten lang gelaufen. Okay, warte. Es ist bestimmt gut, hier zu sein. Nicht auf dem knirschenden Zement lang. Was ist das hier? Ah, alles klar. Ja, nein. Ja, nein. Okay. Schönes Badezimmer mit Durchgangsverkehr. 2 Türen zum Badezimmer. Das mag man ja immer gern. Ich finde es gut, dass wir leise sein müssen, weil die Alte sonst kommt und er immer so... An jeder Tür. Okay. Das sieht so verdächtig aus, dass ich gar keine Worte habe.
Ist aber auch wieder ein Beinsymbol. Ist auch wieder so ein Beinsymbol hier, ne? Guck mal, wir sind sehr jung und dynamisch. Ich dachte, ich bin erwachsen. Okay. Schatten sieht mir aus wie so ein Comic-Charakter. Okay. Dieser Haken ist sehr verdächtig. Ah, hier sind wir jetzt. Wir sind hier, glaube ich, schon mal hochgelatscht von unten. Und dann war die Tür hier oben aber zu mit dem... Dieser Haken, dieser unglaublich krasse Haken hat die Tür gesichert. Okay. Sehr stabil. Und hier gehe ich immer, bei Beton gehe ich immer auf Zehenspitzen. Weil ich das Gefühl habe, Beton krauschelt unter den Füßen. Und dann sind wir laut. Aber das kann auch komplett falsch sein. Oh, das war... Oh, warte. Hier ist nämlich auch wieder Beton. Beton? War da nicht gerade auch noch das Dingens? Okay, ich würde gerne das Pentagramm... Oh, warte, ich glaube, Entschuldigung. Ich würde gerne das Pentagramm finden. Oh, ist da hinten was? Ist das Bild. Und da ist direkt wieder ein Schrank zum Verstecken. Hier ist das. Hier fehlt das Gesicht und hier ist das letzte Gedönse. Okay, warte, ich lass das. Nee, komm. Ich wusste es. Erik sagt Küsschen, Mutti sagt Tschüsschen. Ja, da war die aber jetzt nicht so lange sauer. Gut, dann haben wir das Ding gefunden. Ich hoffe, die ist nicht so eine Slenderman-Alte. Je mehr wir Vater restauriert haben, desto mehr kommt die. Da, wo ich sein wollte. Ja, warte. Das war unten, ne? Das müsste unten sein. Okay, ja. Stimmt, hier haben wir den Kopf genommen. Und dann gucken wir mal da hinten das Bild an. Dudelidli. Und bestimmt konnte sie gleich und dann muss ich flüchten und dann in den Schrank rein. Wäre meine Vermutung. Okay, gut. Das haben wir dran. Und jetzt machen wir den Entenfuß nochmal nach oben rechts, müsste der sein. Das ist mega weird. Jetzt spielt ja doch jemand auf dem Klavier. Cool.